Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Jump World auf der Map Modade und Zombie Pokémon Go. Da steht zwar nur Puke, aber da steht Pokémon Go. Ich garantiere es euch von Yo-Yo the Noob Dog. Willkommen bei meinem Jump'n'Run. Du bist Modade und willst Pokémon Go mit Zombie spielen, aber dafür musst du erstmal zu Zombie. Zombie? Hallo, ich bin unten. Hallo Zombie! Willkommen in meine Aufnahme. Guck mal, das ist mein Zimmer. Ich habe einen orangen Teppich. Oh. Tatsächlich habe ich überhaupt keinen Teppich, dabei wollte ich mal einen Teppich. Ohne Deckenlampe, die in der Decke eingebaut ist. Sehr modern, Maudado, sehr modern. Ach man, ich überlege mir gerade, Leute. Ich kann euch ja mal ich blende euch mal ein Bild von meiner momentanen Deckenleuchte ein. Und wow, ich muss schon sagen, dieser Kronleuchter, impressing. Ich habe einfach dann nur so eine Glühbirne. Oh nee. Hey, musst du dann wieder hochlaufen? Wer hat die Tür zugesperrt? Du musst wohl übers Dach. Als haben wir mich eingesperrt? Hä? Du willst mich doch gerade erstmal besuchen. Ja, Zombie will das bestimmt verhindern. Naja, ich will nicht kein Pokémon Go mit Maudado spielen. Besonders, warum rufst du mich nicht einfach an, dass wir uns irgendwo treffen? Hä? Zombie? Wieso musst du erst zu mir gehen und bei mir klingeln? Vielleicht habe ich heute gar keine Zeit. Weißt du, wie unhöflich das ist? Nee, Zombie, du hast Zeit. Ach man. Weißt du, heute ist nämlich noch gar nicht... Es ist gar noch nicht die neue WoW-Klasse raus und ich weiß, dass du Zeit hast. Stimmt, die kommt erst morgen. Morgen habe ich keine Zeit mehr. Okay, so wie im Real Life. Erstmal übers Dach und dann einfach auf die Straße springen, weil da Schleim am Boden bestimmt. Aber wenigstens hast du Solarplatten auf dem Dach. Ja, klar. Also, ja, das sind wirklich Schleimblöcke. Ui. Zack. Ach man, und die Straße ist auch blau. Wie direkt vor mir. Ach Leute, ich wohne ja im Erdgeschoss. Da wohne ich, ist das mein Haus? Ach so, da hinten bei dem Haus. Was sind das für Sprünge hier? Ja, der Horror. Oder unsere Sprunggetriebe sind eingerostet, das kann natürlich auch sein. So, los zur Bushaltestelle, gegenüber von Zombies Haus. Ah. Überlegt, ob ich mich direkt zu deinem Haus werfe, aber ich hab's gelassen. Wir wollen ja Maudado will cheaten. Oh, wow. Dieser versteckte Stern. Hui. Ja, wir haben alle beide gefunden. Ja, wir haben... Ding Dong! Nanu, keiner macht auf. Die Hintertür ist ja offen. Ich schau mal, ob Zombie... hallo Maudado, Privatsphäre. Hä? Was heißt denn das? Du hast mich immer... Du hast manchmal sogar gesagt an der Gegensprechanlage. Komm einfach hinten durch. Oh, hallo, oh, hallo Gonzo und Balu. Wo ist denn Molly? Ja, echt, ey? Wo ist denn Molly? Hä? Die meisten Leute wissen, glaube ich, noch nicht mal was von Molly. Maudado Leaks? Maudado Leaks. Ach nee, das bist du. Du rennst in mein Schlafzimmer und schreist mich an. Zombie! Wach auf! Wir wollen doch Pokémon fangen! Oh, stimmt. Okay, geh mal vor. Oh, tot. Und so hat Maudado Zombie umgebracht. Ja, und sie haben für immer Pokémons gefangen. Hui! Oh, da ist ein Pikachu. Merkt ihr den Weg? Okay, immer links halten, ich merke mir den Weg. Links, einmal drin vorbei, weiter links. Tatsächlich, Zombie. Irgendwie deine Linksregel, die du sonst auch immer anwendest, die hat hier 1:1 funktioniert. Hä? Dreh doch nicht um vorm Ziel. Hä? War ich da richtig? Ja. Oh, stimmt, da war Licht. Upsi. Hihi. Ich bin ein... Los, Pokéball! Pika Pikachu! Ich hoffe, wir müssen irgendwo... Au! Wir mussten nicht irgendwo. Ich weiß es nicht. Oder ist Pikachu ein Jump'n'Run? Pika. Ich glaube, wir mussten drauf. Oder müssen wir in den Pokéball? Das kann natürlich auch sein. Hä? Also der Pokéball ja, tötet einen. Pokéball. Ja, aber... Ist schon richtig. Nee, ich fange das Pikachu jetzt. Guck. Okay. Irgendwie ist es schon ein ziemlich großes Pikachu. Und jetzt springe ich vom Pikachu in den Pokéball. Ja. Yay, du hast es geschafft. Los, fangen wir das Pumaloof. Kein Checkpoint? Okay. Scheint nicht. Da vorne kommt aber einer. Pummeldruf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach man, das war auch richtig... Oh, richtig blöd, weißt du, da habe ich gedacht, hey, oder easy jump. Du bist doch schon wieder da, oder? Ja, ich bin wieder da.
Was ist das denn? Mülli mit den Müllsprüngen. Hä? Ja, da ist eine Decke am Kopf. Hä? Hex? Okay. Got it. Gehackt. Gibt's da einen Trick? Nö. Timing. Ah, okay, perfekt. Hab's auch. Dann kommt ein Checky aber gleich. Ja. Yeah. Auch Pumi. Und ein Schicki. Ein sehr merkwürdiges Schicki. Das ist doch hübsch. Süßes Schicki. Ja, ja, sehr hübsches Schicki. Hat bestimmt nur 10 CP, deswegen sieht es so aus. Weißt du, nicht jeder wird mit viel CP geboren. Das muss man sich erstmal manchmal antrainieren. Ja, und das ist scheinbar ein faules Schicki. Dass sich ich nur auf seine Niedlichkeit verlässt. Ich hab überhaupt noch keinen Schicki, glaube ich. Ich hab nur einen Bisasam und Glumanda. Und Pikachu natürlich. Weil ich Pikachu ist cool. Ich hab einen Bisasam. Ende. Aber du bist auch noch Level 5, oder? Stimmt. Hä? Hä? Dafür ist Zombie in WoW unschlagbar. Ah. Der hat alle Angelquests erledigt. Ja, da habe ich auch alle Haustiere. Da gucke, WoW-Pokémon bin ich gut. Guck mal, ich schaff's nicht weiter. Ich bin bei Shigi. Das macht mich fertig, das 6 CP Shigi. Ja, du hast doch geschafft. Kriegst ein gratis Checkpoint. Meine Krüppel um die Ecke sprünge, weißt du? Jetzt hatte ich sie langsam auf. Die Leute hatten die ganze Zeit recht. All the time. So, dann mache ich die jetzt safe. Ohne Krüppel, so. Einfach auf Shigi hochklettern und dann auf den lila Ding und dann Schleim-Bouncy. Perfekt. Warte. Nee, muss schon von dem lila Block da losspringen. Ist schon alles von richtig dem, gewesen. Muss ich losspringen und dann funktioniert das. Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Ah, oh, okay, doch. Oh, ein Ratzfratz. Ist aber süß. Ja. Gonna catch him all. Es hat ein Portal auf seinem Schweif. Hä, hey, aber wir haben doch schon... Okay. Oder das ist zum später angucken. Denkst du, da kommt man zum... Weiß es nicht, ob man da irgendwie... Man könnte da theoretisch bestimmt irgendwie hochklettern. Ich glaube, das ist für später da, oder? Dass man zurückgehen kann und die Sachen angucken, weil da kommt man echt nicht hoch. Okay. Dummes Ratzfratz. Hat mich runtergeworfen. Es mochte mich nicht. Jetzt schnell schon nach wieder. Hause. Ja, so geht's mir auch immer, wenn ich denke, ach, jetzt endlich nach Hause. Ach, ich warte auf Zombie. Auf Zombie. Ich warte auf Zombie und er rennt weiter. Ja, ich sehe schon. Ich habe mir nur den Checkpoint geholt und dann habe ich gebucht. Naja, ich bin. Oh Gott! Ich bin so in eins der Portale. Ja. Aber so instant weggeflogen. Guck mal, da sind wir. Du hast sogar blau an. Das ist deine Freizeitkleidung. Ich habe meine Rennerdistanz noch nicht hochgestellt seit der Map. Ach so. Zombie spielt sehr viel Minecraft. Danke fürs Spielen meiner Map. Bauzeit circa 8 Stunden. Perfekte Bauzeit. Erbauerin Jojo the Noob Dog. Achtung, Schleichwerbung. Da ist der YouTube-Kanal. Jojo. Wieso heißen alle immer Jojo? Und Maudado. Ach nee. Falls Maudado oder Zombie das spielt, danke für die tollen Videos und ihr seid die Besten. Und Maudado, willst du mich verarschen? In deinem Video. Wo sind die Eier? Und erst wenn es klingelt, hast du jeweils die Map neben meiner genommen. Tja. Nee, das war einfach Zufall, weißt du? Prankster da, du. Ich bin halt einfach ein Prankster. Aber komm, wenn, also bei so Personen, die in deine Wohnung einbrechen, um mit dir Pokémon zu spielen, kann man auch nichts anderes erwarten. Was erwartest du von mir, wenn ich hier, hast ja gesehen, wie ich Zombie anschrei, während er im Bett liegt. Und ja, Zombie ist schon so eingeschüchtert, er sagt nur noch, okay. Okay, stimmt. Na gut, Maudado und Zombie im Weltall. Von PvP-Anfängerin. Oh, das ist ein guter Name. Ja, ich spring ins All. Tschüss. Hallo und willkommen auf meiner sechsten Map. Diesmal ist es eine Map für Maudado und Zombie. In Klammer Zimbel. War genau andersrum. Maudado Zombie. Falls ihr diese Map spielt, dann würde ich sehr, sehr freuen. Genug gelabert. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Auf geht's. Viel Glück. Mein Deutsch ist schrecklich. Die Tür ist verschlossen. Finde einen anderen Weg nach draußen. Typ ist es Maudados Haus. Eintritt verboten. Herz. Oh, du musst mich wieder anschreien. Oh nee. Oh nein, die Brücke zu Zombie ist kaputt. Spring hinüber. Ja.
Okay. Zombies Haus, Eintritt nur für Maudado. Oh, Maudado, du hast aber gestern in deiner Overwatch-Folge auch ziemlich geschrien, als du den Genji töten wolltest. Ja, der war ja auch schon... Ich hasse Genjis. Du regst dich doch auch immer über Genjis auf. Wieso wächst du mich schon wieder auf? Warum wächst Zombie, aufstehen! Ich dachte, wir wollten spielen. Ja, ich komm gleich. Warum haben wir beide unsere Fenster offen nachts? Okay, es ist Tag. Okay, was wollen wir denn spielen? Weltall? Okay. Gutes Spiel. Einmal zum Schauen, da ist unsere Rakete. Was jetzt sind hier wir in der Rakete. Einmal zum Schauen. Hallo, Mordado. Oh, ich hab die noch gesehen. Hallo. Warte, guck. Siehst du mich, Mordado? Hallo. Hallo. Ja, bisschen. So, ich nehme den blauen Sitz. Ich nehme den grünen. Hui, wir sind im Weltall. Ja. Lass uns doch dort über die Planeten springen. Oh, wir sind aber groß geworden. Du musst alle Erde, vorlesen, Maudado. Erde, Pluto. Pluto ist doch gar kein Planet mehr, oder? Ich wollte gerade sagen, ich... Egal. Ist in Ordnung. Der zweite ist aber schon falsch. Ist in Ordnung. Aber lies dir die nochmal durch. Merkur. Alter, Pluto, der Saturn hat sogar einen Ring. Entplanetet vor irgendwie... War das vor 8 Jahren? Irgendwann ist es schon Ewigkeiten her. Ja. Vielleicht wollt sie halt einfach Pluto Respekt zollen. Ja, das stimmt aber. Weißt du, wir springen hier, da steht zwar Planeten, aber wir springen ja einfach durchs All. Vielleicht, ich meine, Pluto können wir ja auch einfach bespringen. Ist ja kein Problem. Ach man, ich schaff's nicht, Zombie. Okay, Merkur, ich wart hier. Merkur hackt. Der dumme Merkur. Ach man. Guck, der sollte lieber entplanetet werden. Ja, richtig. Ich beantrag das jetzt. Ich gehe zu Wintercracker. Uranus. Und der Saturn. Okay, ich hab's geschafft. Meteoren. Oh, Blumentöpfe, Meteoren. Ja, ja, Blumentöpfe auf Stangen sind Meteoren. Merkt's euch, Kinder. Wenn ihr Blumentöpfe auf Stangen seht, dann rennt lieber weg. Also, wenn sie auf euch zufliegen. Ah, da bin ich beim ersten Mal auch runtergefallen. Ja, vor allem, ich bin richtig runtergerutscht. Ich hab da eigentlich gesneakt. Ja, man kann ja auf Blumentöpfe nicht sneaken. Echt? Glaube nicht. Also du wirst halt trotzdem langsamer. Zack. Ah. Zack. Okay. Und du! Hä? Tschüss. Oh nee, ich kann nicht zurück. Zombie, ich sehe dich durch die Wand. Bist du? Ja, deinen Namen habe ich ganz kurz gesehen. Jetzt gerade nicht. Sneakst du? Ah nee, da ist er wieder. ich habe gesneakt, mal da. Hätte ja sein können, dass du kurz im All verschwunden bist. Ja, ich hab's geschafft gemacht. Durch den Spectator-Mode. Ach so. Ach, ich hätte gewartet, Zombie. Ja, ich hatte aber keine Lust. Nicht schmulen? Was? Ach so, schummeln. wollte sie wohl wahrscheinlich schreiben. Ach so, weil man hier hin muss, okay. Verstehe schon. Ach so, warte. Du springst gerade rückwärts, Maude. Ja, ich weiß. Weil ich ja nicht schmulen wollte. Okay. Geh lang. Hä? Warte. Ja. Hier hin. Da. Haben wir hier auch wieder was gesagt und ich hab's ignoriert? Achso, los, ab zu den Sternen. Vielleicht ist da ja was Tolles. Maudado sagt, ja, los geht's. Achso. Dann kommen wir hier an und jetzt sagt Maudado was. Huch! Hier ist ja das schwarze Loch. Achtung! So, ich passe schon auf. Hier lang. Ja, wir springen um ein schwarzes Loch herum. So, ziemlich risky. Und rein ins schwarze Loch. Dort landen wir jetzt in einer anderen Dimension? Oder werden wir einfach sterben und komprimiert? Ich glaube, ich wäre lieber gestorben. Da ist Manu! Auf einem Einhorn. Süß! Süß. Ja, wir dürfen das Manuhorn hochklettern. Aha, ich finde das cool. Mei zusammen! Müsste jetzt nur die ganze Zeit schreien, das wäre perfekt. Mei zusammen! Ach, ich vermisse sein Mei zusammen. Das wäre immer cool. Das war cool, ja. Manu ist echt scheiße geworden. Das stimmt gar nicht, Leute. Oh, da ist Manus Gehirn, das ist aber nicht sehr groß. Gehirn von Manu. So. Hätte ich hier gerade richtig? Ja, bestimmt. Ja, ich glaube schon. Sieht richtig aus. Oh, GG. Du bist im Inneren des Einhorns, oh Gott. Oh, Einhorngehirn.
Wo? Ach, ins Portal. Hier ist das Einhorngehirn. Ah. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Maudado und Simbel sind jetzt wieder zu Hause und du bist im Inneren des Einhorns. Ja! Ich hoffe, dir euch hat die Map gefallen, obwohl sie sehr kurz war, hat sie sehr viel Arbeit gemacht. Tatkräftige Helfer Hannes 1203, Skenia und Maya 010 und natürlich ich. Ja! PvP-Anfängerin. War sehr cool. Sehr viel Arbeit gemacht. Habe ich die Map davor bewertet? Ich weiß es nicht, ich habe sie bewertet, die davor. Ich hoffe doch, die waren nämlich auch echt cool. Ich habe beide immer sehr gut bewertet. Alles easy. Alles sehr gut. Der kleine Manu Breitkopf. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Zombie vorbei, da gibt es wahrscheinlich auch Jumpball die nächsten Tage und Starbound Terraria ähnlich. Wusch!